ich melde mich nach fast einer Woche zurück. Es hat sich einiges getan. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, hä, wo ist sie denn gerade? Die meldet sich nicht aus dem Auto, die meldet sich nicht aus dem Solarium und auch nicht aus der Wohnung. Ich bin zu meinen Eltern gefahren in schöne Frankenland, denn meine Mama braucht dringend meine Hilfe. Ich habe ja schon erwähnt in einem Video, dass es sich leider den Fuß gebrochen hat. Da mein Vater ja wieder arbeiten muss. Der hatte zwar jetzt Urlaub, um das Wohnzimmer zu renovieren, aber der Urlaub ist jetzt vorbei und meine Mama, die humpelt da mit Krücken durch die Wohnung und kann natürlich auch nicht viel machen, ist ja klar. Dann habe ich gesagt, alles klar, Mama, ich komme runter und ich helfe dir im Haushalt und pack an, wo es geht. Das Blöde ist, das Wohnzimmer ist auch noch nicht fertig. Also mein Vater, der hat mit dem Wohnzimmer zu tun und meine Mama humpelt durch die Gegend. Deswegen brauchen die mich wirklich an allen Ecken. Cookie und Katschu sind natürlich mit dabei. Für Cookie ist es natürlich hier ein Traum, weil die kann hier richtig schön rumrennen im Garten. Das ist unser Garten hier. Juhu. Also für Cookie ist es echt ein Traum hier. Das Schöne ist auch, wenn sie wirklich dann Pipi muss, die hat hier ihre kleinen Fleckchen, ist auch alles abgeklärt, wo sie dann auf jeden Fall auf Toilette gehen kann. Und ja, es passieren eigentlich überhaupt keine Malöhrchen in der Wohnung. Das ist wirklich heftig. Ich dachte schon, die würde das ganze Haus voll scheißen und voll pieseln. Aber nein, es funktioniert erstaunlicherweise richtig gut. Ja, überrascht mich selber. Meine Eltern, die sind natürlich hin und weg. Die haben sie zwar schon gesehen, wie wir es, glaube ich, eine Woche hatten. Das haben wir ja schon runtergefahren und haben sie meinen Eltern gezeigt. Aber jetzt, wo sie natürlich schon ein bisschen auch was gelernt hat, die, ja, alle sind fasziniert. Oma, Opa. Meine Oma und mein Opa, die wohnen nämlich direkt nebendran. Ja, somit bekommen die auch ganz viel mit von Cookie. Ja, wo ist der Ball? Ja, da drin ist er bestimmt nicht. Was riechst du denn schon wieder? Und es ist so arschkalt geworden. Ich habe mir extra meine Winterjacke nicht mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, okay, es werden bestimmt noch ein paar einigermaßen warme Tage kommen. Aber es ist, ich friere mir gerade echt den Arsch ab. Selbst in der Wohnung. Es ist so arschkalt. Ich habe jetzt die Heizung schon aufgedreht. Es ist abnormal kalt, wirklich. Und ich muss die Woche auf jeden Fall losziehen und mir eine Winterjacke kaufen, weil so halte ich das nicht aus. So drehe ich ja durch. Ich gehe ja schon bei 5 Minuten ein, wenn ich mit der Kleinen runter muss. Also es ist ja echt heftig. Deswegen bin ich auch so eingemümmelt in meinen Schal. Ja, Cookie macht das nichts aus. Die genießt das alles. Ja, ja, ist schon recht. Also wir haben jetzt momentan Full House, weil meine Eltern, die haben ja auch noch 2 Katzen. Und jetzt noch ein Hundi und noch eine Katze. Aber Katschu kennt das Ganze ja auch schon. Die war hier schon so oft bei meinen Eltern. Ja, aber so ist momentan eben der Stand. Also ich habe jetzt die ganze Zeit nichts hochladen können, weil ich habe natürlich ziemlich viel einpacken müssen. Ich habe den kompletten PC eingepackt, weil Cheng hatte das Notebook dabei. Und ich habe die ganze Zeit am PC geschnitten. Und damit ich euch auch weiter mit Videos versorgen kann, habe ich den kompletten PC mit diesem Rechner, also Rechner plus Monitor und allem möglichen Zeug eingepackt. Dann habe ich noch Koffer für Cheng dabei, weil wenn der dann mit der Longboard-Tour fertig ist, dann kommt die ja auch noch ein bisschen her. Dann noch mein Koffer, dann noch Katzenkörbchen, Katzenklo, Näpfe, Spielzeug. Ich weiß gar nicht, also ist auf jeden Fall unglaublich viel. Und ich weiß nicht, ob man das merkt, dass die Kamera zittert. Mir ist arschkalt. Übrigens habe ich auch wieder Nägel. Endlich wieder. Meine Nägel sind wieder von den Toten auferstanden. Die haben mir echt gefehlt. Könnt ihr mal das sehen? Ja, kann man sehen. Passend zu meinem Schal. Richtig, richtig schön geworden. Und jeder Nagel ist von der Form her perfekt geworden. Und es hat sogar ein Mann gemacht. Ja. Habe jetzt ein neues Nagelstudio ausprobiert und da werde ich jetzt auch immer hingehen. Sieht richtig, richtig geil aus. Ich habe mich so gefreut, wie ich die Nägel gesehen habe. Was hörst du denn schon wieder? Oh Gott, ey, durch die Kälte tut mir schon mein Rücken weh. Ich glaube, ich habe mir irgendwas eingezwickt. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier ein paar Wochen bleiben. Mindestens so lange, bis Cheng wieder von der Longboard-Tour zurückkommt. Und so lange, bis meine Mama sagt, es geht wieder einigermaßen. Wir waren jetzt heute beim Orthopäden und der Orthopäde hat gemeint, sie muss auf jeden Fall 6 Wochen den Fuß jetzt noch ruhig stellen. Das heißt, sie darf nichts machen. Immer schön mit Krücken laufen, immer schön hochlegen.
Also es wird alles noch eine gute Zeit lang dauern, aber dafür sind ja Töchter da, ne? Oder überhaupt Kinder, damit sie ihren Eltern auch mal in brenzligen Situationen helfen können, unter die Arme greifen. Und sind alle happy, dass ich da bin und dass ich helfe, wo es geht. Also ich finde es auch schön, mal wieder hier zu sein. Ich hoffe, dass meiner Mama bald wieder besser geht. Der Fuß ist aber noch richtig, richtig dick. Also die haben heute mal die Schiene abgemacht und der sieht aus, als würde er gleich platzen. So dick ist der noch angeschwollen. 1,5 Wochen ist es jetzt erst her. Das dauert natürlich eine Zeit, ne, bis der Fuß dann beim vierfachen Bruch mal einigermaßen abschwillt. Natürlich hoffe ich, dass das Internet mitspielt. Wir haben hier wirklich nur eine 4000er Leitung. Jetzt muss ich schon hochrechnen, wie lange mein Video zum Hochladen braucht, damit es nachmittags um 14 Uhr bis maximal 16 Uhr oben ist. Also ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dass dieses Video überhaupt online kommt. Wenn nicht, muss ich jedes Mal in irgendein Internetcafé rennen. Ich habe extra mein 25 Meter langes LAN-Kabel mitgenommen. Ich glaube, das sind nur 15 Meter, aber ist egal. Damit es noch ein bisschen schneller geht. Drückt mir die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das war jetzt mein kleines Update. Ich genieße hier die Zeit in meiner Heimat im schönen Franken. Und eventuell gibt es ein Zuschauertreffen. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie es meiner Mama geht. Es könnte gut möglich sein, dass es demnächst eben ein Treffen in Nürnberg gibt. Dass wir uns mal an der Lorenzkirche treffen. Je nachdem, wie viele von euch aus der Gegend kommen. Und vor allem überhaupt dorthin kommen würden. Ne? Dass ich dann da alleine stehe und niemand kommt. Das war's jetzt erstmal zum Update. Ich friere mir hier den Arsch ab. Cookie sagt jetzt auch mal Tschüss. Da, nein, hier. Tschüss. Okay, wir sehen uns dann die Tage wieder. Vielleicht sogar auch morgen schon. Je nachdem, wie das Internet läuft. Bis dann.